Die Frage ist, gehst du mit oder ohne ins Bett? Das werden wir in diesem Video auch noch beantworten. Aber vorher noch ganz wichtige Themen, wo du vielleicht sagst, ma, ja, das betrifft mich. Das ist mein Thema, das probiere ich jetzt. Weil die Sonja hat genau diese Frage gestellt. Ich kann einfach nicht gut schlafen. Ich bin nicht fit, ich bin nicht ausgerastet in der Früh. Und ein einziger Tipp von diesem Video hat ihr geholfen, dass sie gesagt hat, boah, so gut hat sie jetzt schon lange nicht mehr geschlafen. Und das alles ohne Schlaftabletten, ohne Zusatzstoffe, ohne irgendwas, ohne komplizierten Techniken, ohne Meditation und ohne positives Denken. Du wirst sehen, es ist viel einfacher, als wir immer denken. Wann gehst du schlafen? Gehst du um 9, um 10, um 11 oder um 12, um 1 oder um 2? Und merkst du einen Unterschied, wenn du früher schlafen gehst oder wenn du später schlafen gehst? Obwohl du viele Stunden am Stück vielleicht schlafst, 8, 9 oder 10? Zu uns hat man als Kinder immer gesagt, die Stunde vor Mitternacht zählt doppelt. Heißt übersetzt, wenn ich um 9 oder um 10 ins Bett gehe, also um 10 zum Beispiel, nachher wirken die Stunden bis 12 in der Nacht als 4 Stunden und nicht als 2 Stunden. Also sie wirken doppelt. Heute sagen die Wissenschaftler, dass man vor 12 Uhr in der Nacht in die Tiefschlafphase kommt und dass sich das ganze System ganz anders regeneriert, als wie wenn ich am 1, am 2 oder am 3 in der Früh schlafen gehe. Wie schaut die Zeit bei dir aus, zum Beispiel von 8 Uhr am Abend bis 10 oder bis 11 Uhr? Wie schaut das aus? Was tust du da? Die Frage müssen wir uns wirklich einmal stellen, weil das kann mit der Grund sein, warum wir in der Nacht erstens nicht einschlafen können und zweitens, warum uns in der Nacht oft viele Dinge noch beschäftigen. Die Frage, was tun wir in der Zeit von 8 bis 10? Arbeiten, am Computer sitzen, mit dem Handy spielen, Fernsehen schauen, irgendein Krimi. Fragen wir uns doch einfach einmal, warum müssen wir uns am Abend zwischen 8 und 10 zum Beispiel den Kopf mit solchen Dingen füllen, teilweise bombardieren, wenn wir uns einen Krimi anschauen zum Beispiel. Könnte nicht den Abend einfach medienfrei gestalten, einfach nichts reinplanen, einfach irgendwas anschauen, ganz entspannt ein Buch lesen, ganz entspannt was aufschreiben, nichts aktiv tun, einfach nur schauen, was sich so ergibt. Ein bisschen ratschen, ein bisschen reden miteinander, eine Zeitschrift anschauen. Ich weiß, das klingt komisch, aber diese medienfreie Zeit zwischen 8 und 10 beruhigt uns ungemein. Und es ist ein Unterschied, ob ich am 10 oder am 11 ins Bett gehe mit einem Krimi da oben, oder mit einem Thriller vielleicht noch, oder mit nochmal um 10 Uhr die aktuellen News und Nachrichten, oder ob ich von 8 bis 10 zum Beispiel am Abend die Zeit freilasse, mich entspannen, etwas für mich tue, einfach auf mich schaue, einfach nur entspannt sein. Zum Beispiel, gerade im Winter, ins Feuer schauen zum Beispiel, blöd schauen. Da habe ich übrigens einen tollen Buchtipp für dich, der heißt Switch Off. Das ist von der Monika Schmieder ein ganz nettes Buch, wo genau dieses Thema und dieses Phänomen beschreibt. Und dieses Buch beschreibt noch viel mehr als wie die Medienfreiheit. Also wenn du ein kurzes Buch lesen möchtest in nächster Zeit, zum Beispiel zwischen 8 und 10 am Abend, dann ist das sicher ein Top-Tipp für dich. Wie schaut dein Essverhalten am Abend aus? Ganz viele Leute, aber sie kennen, die essen am Abend die Hauptmahlzeit. Die essen über den Tag ganz wenig und am Abend nachher richtig. Wie ist das bei dir? Tut dir das gut? Oder kann man das einmal überdenken? Frühstücken wie ein Kaiser, mittags wie ein König, abends wie ein Bettler. Die Abendmahlzeit, die überlasse ich meinen Feinden, sagt man oft oder hat man oft gesagt. Ja, da ist irgendwas dran. Am Abend ab 18 Uhr fängt der Körper oder der Magen oder dieses Verdauungssystem geht in die Ruhe. Das heißt, es verdaut nichts mehr oder
ist eigentlich angestrengt, wenn da jetzt ein Haufen Material daherkommt. Essen wir jetzt nach 18, nach 19, nach 20 Uhr oder erst um 20 Uhr, nachher bleibt das, was wir essen, zum Großteil liegen. So, die Frage beantwortet sich jetzt ganz von selber. Tut uns das jetzt wohler, wenn wir am Abend viel essen? Oder wenn wir vielleicht am 5. oder am 6. das letzte Mal was essen und da gar nicht so viel, einfach weniger. Weil mit einem entspannten Magen schläft es sich so einfach viel, viel leichter. Und nachher kommt natürlich das Gedankenkarussell in der Nacht daher oder beim Einschlafen, wenn man 100.000 Sachen noch denkt. Ist natürlich auch nicht förderlich fürs Einschlafen oder man wacht immer wieder auf, weil natürlich die Maschine da oben immer weitergeht und sich natürlich bewegt und immer neue Gedanken hat. Weil das Denken strebt von Natur aus nach Ausdehnung. Das heißt, wenn man schon viel denkt, nachher kommen immer noch mehr Gedanken dazu und es denkt immer noch mehr. Wie kommt man da aus? Schäfchen zählen? Man sollte ja eigentlich in die Ruhe kommen. Und alle jene, die was nicht gut einschlafen können, die könnten das nutzen. Und zwar, statt Schäfchen zählen, seine eigenen Gedanken beobachten. Das klingt komisch, aber etwas in uns kann das eigene Denken beobachten. Wenn jetzt das am Abend nicht aufhört, nachher einfach das eigene Denken beobachten und schauen, wie es kommt und wieder geht und wie es wieder kommt und wieder geht und was alles daherkommt. Als Beobachter über dem Denken stehen. Probier das einmal aus, das geht wirklich. Und wenn wir das machen, nachher beruhigt sich das Denken. Es wird ruhiger und hört irgendwann ganz auf. Wenn wir in das Denken reingehen, nachher nähren und füttern wir diesen Gedankenstrom und er wird stärker, heftiger. Wenn wir das Denken beobachten, als Beobachter, nachher wird das Denken ruhiger, weil es kann sich nicht mehr ausdehnen, es wird ruhiger. Also wie eine Welle, die aber nachher wieder ruhiger wird. Und wenn wir das tun, auf einmal schlafen wir nachher ganz ruhig weg und schlafen auch in der Nacht viel, viel besser. Jetzt die Frage, schlafst du mit oder ohne? Die Sonja hat einmal gesagt, sie kann überhaupt nicht gut schlafen. Dann habe ich sie genau das gefragt, schlafst du mit oder ohne? Handy zum Beispiel. Und sie hat gesagt, ja, Handy hat sie schon neben dem Bett. Dann habe ich sie gefragt, ob sie einmal probieren könnte, das Handy einfach einmal draußen lassen vom Schlafzimmer oder überhaupt ausschalten. Das hat sie versucht und sie hat gesagt, also so gut habe ich jetzt schon lange nicht mehr geschlafen. Also Handy, Tablet, Fernsehen, muss sie das im Schlafzimmer haben. Weil die wollen natürlich unsere Aufmerksamkeit. Die unterhalten uns natürlich. Aber unsere Aufmerksamkeit ist nachher nicht bei uns, sondern außerhalb. Und eigentlich wollen wir uns im Schlafzimmer, und es gibt bei Gott schönere Dinge im Schlafzimmer, was man tun kann. Du weißt genau, was ich meine. Unter anderem auch, einfach sich zu entspannen und in die Ruhe kommen. Loszulassen, alles sein zu lassen. Sich einlassen auf das Erlebnis Schlaf. Weil je besser, dass wir schlafen, je besser, dass wir uns entspannen, desto wacher sind wir nachher am Tag. Desto besser hören wir unsere Intuition, desto ruhiger sind wir am Tag. Also ein paar Dinge sind notwendig, wenn man sich auf den Schlaf vorbereitet. Oder müssen wir vielleicht wieder ein bisschen umdenken, weil mittlerweile sind wir alle sehr stark reizüberflutet. Und da sei nicht die nachher schuld, die uns überfluten, sondern wir selber müssen uns bei der Nase nehmen und überlegen, was lasse ich zu mir zu und was lasse ich einfach draußen oder wann lasse ich das draußen. Und auf sich selber einfach ein bisschen schauen und sagen, okay, am Abend zum Beispiel, da schaue ich ein bisschen besser auf mich, da wäre ich ein bisschen ruhiger, da möchte ich mich ein bisschen entspannen, da möchte ich blöd ins Feuer schauen zum Beispiel. Oder einfach nur was anschauen. Da fülle ich meinen Magen nicht mit einem Haufen Essen. Da möchte ich einfach nur ich sein. Und probier das einmal.
versuch es einmal. Versuch einmal die paar Punkte oder einen davon und schau einmal, wie es dir geht. Ich würde mich freuen, wenn es dir gut damit geht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich schon drauf. Bitte, servus, mach's gut.